In der Nacht ist es in Bayern verbreitet bewölkt und es gibt einzelne Schauer, dazwischen aber auch längere trockene Phasen. Vor allem nach Süden zu ist es insgesamt trockener. Die Temperaturen kühlen sich ab auf 5 Grad rund um Nürnberg und bis zu 0 Grad in Südostbayern. In Franken geht es morgen zunächst trüb los mit dichten Wolken. Die Schauer lassen aber schnell nach und dann setzt sich im Laufe des Tages auch die Sonne zwischen den Wolken durch. Also es wird etwas freundlicher. Es ist aber sehr mild für die Jahreszeit mit 6 Grad im Raum Hof und bis zu 11 Grad am Main. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen. Auf den Höhen ist er aber stark böig und deutlich spürbar. In der Oberpfalz und in Niederbayern ist es morgen zunächst bewölkt und es gibt noch letzte Schauer, die dann aber bald abziehen. Und dann ist es im Tagesverlauf trocken. Allerdings an der Donau und an den Nebenflüssen bildet sich wieder zäher Nebel, der sich kaum auflöst. Ansonsten kommt ab und zu mal die Sonne raus. Die Temperaturen um 6 oder 7 Grad. Der Wind weht meist nur schwach aus südlichen bis östlichen Richtungen und ist kaum spürbar. Nur auf den Bergen ist er etwas kräftiger. In Oberbayern und Schwaben halten sich morgen örtlich zähe Nebelfelder, sonst lockern die Wolken aber etwas auf und die Sonne kommt vor allem von den Alpen heraus. Hier wird es dann wieder sehr freundlich. Die Temperaturen sind sehr mild, bei 7 bis zu 11 Grad werden erreicht, also das ist für den Dezember deutlich zu mild. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen bis südwestlichen Richtungen, auf den Bergen ist er aber deutlicher spürbar, hier weht er teils kräftig. An Heiligabend ist es meist trocken und sehr mild, die Temperaturen erreichen 12 Grad. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab, von Winter keine Spur, auch am ersten Weihnachtstag. Hier auch wieder ein Wechsel aus Wolken und Sonne bei bis zu 11 Grad. Am zweiten Weihnachtstag wird es dann wechselhafter mit Regenschauern, aber immer noch plus 5 Grad. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.